Im Hörspieltermin am Montagabend steht heute Science Fiction auf dem Programm. Projekt Ich Anthropos gescheitert. Ein Hörspiel von Dieter Hasselblatt. Im Auftrag der UNO-Menschenrechtskommission untersucht eine Gruppe von Forschern den rätselhaften Tod von mehreren Ichthanthropoi, genmanipulierten Retortenwesen, die eine Mischung aus Mensch und Fisch darstellen. Die Ichthanthropoi waren entwickelt worden, um vorhandene Algenkulturen zu bestellen und so die künftige Ernährung der Menschheit zu sichern. Der Untersuchungsausschuss muss sich die Frage stellen, ob es sich bei den mysteriösen Todesfällen um Unfall oder Mord handeln könnte. Ja, ob die Ichthanthropoi als menschliche Wesen gelten könnten oder nicht. Der Autor Dieter Hasselblatt war langjähriger Leiter der Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks. Er lebt heute als freier Schriftsteller in Germering. Sie hören eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Regie führte Jürgen Lusniewski. Ja, das war diese scheußliche Sache ein paar Tage davor. Ilana! Hier, jetzt Ilana, sehen Sie es. Da, das war's. Tanning, ich verstehe es immer noch nicht. Sie sehen es doch, sie bluten. Und dabei, Ilana, hängen die Hautfetzen sogar herunter. Ich verstehe es trotzdem nicht, Tanning. Ich habe den Gencode doch richtig programmiert. Die hydrobiologische Situation war auch völlig in Ordnung. Wie immer. Langsam hierher. Das dort ist Ika. Gleich kommt Ikupo ins Bild. Da, jetzt. Er hat sich ja immer ein bisschen zurückgehalten. Dabei ist er der Kopf der Ichtis gewesen. Es waren zum Schluss nur noch 5. Ivo und Ulke sind schon vor oder während der Pubertät gestorben. Und das hier war eine der letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben. Haben Sie eigentlich immer Zuaufnahmen gemacht? Nein, das war auch gar nicht nötig. Das Programm lief ja ausgezeichnet und... Nein, wir haben die Aufnahmen nur hier und da gemacht. Aber natürlich immer, wenn wir kritische oder interessante Situationen voraussahen... Kameraleute alarmiert. Hier für diese Situation zum Beispiel. Ja, Minty. Hier hatten wir schon eine kritische Lage aus dem Wasser signalisiert bekommen. Und da war das Kamerateam gleich da. Und wie lange sind die Ichthys jetzt tot? Das war Ende November. Ja, Ende November. Letztes Jahr. Also es ist jetzt ein Vierteljahr her. Ende November, so lange ist das schon her. Und dabei scheint es mir, als ob es eben erst gewesen wäre. Und wo war das? Irgendwo im Pazifik? Nukunau. Die Insel Nukunau, eine Atollinsel. Optimale Bedingungen für solche Ichthanthropoi, wie Professor Stirsky sie genbiologisch konstruiert hat. Das war eine lange Arbeit, bis wir das Genprogramm aus Mensch, Lungenfisch und Seeotter zusammen hatten. Das hat einige Jahrzehnte gebraucht, aber wozu das alles? Tja, Professor, wozu das alles? Das fragen wir drei uns auch, Miriam, Fred und ich. Mal langsam, um es zu verstehen. Ich bin ja überhaupt nicht informiert. Sie haben es gesehen, Hatakayama. Die Taucher und die Begleittaucher haben die Ichthys angefasst wie immer. Aber die mussten ihnen ja wehtun. Ich habe nachher alle untersucht, besonders die Stellen, wo sie angefasst wurden. Große Blutergüsse, Hautablösungen und so weiter. Nein, Frau Ngartmu. Ich meine, wie es dazu kam. Denn die waren doch genbiologisch so angelegt, dass sie amphibisch leben konnten. Und das hat doch auch funktioniert, oder nicht? Ja, natürlich, Hatakayama. Es hat funktioniert. Ich sagte es Ihnen ja. Ich habe für das genbiologische Projekt fast 30 Jahre gebraucht. Ich vermute, dass dort auf Nukunau etwas falsch gemacht wurde. Das ist ungerecht, Stirsky.
Wir haben uns nicht anders verhalten den Ichtis gegenüber, wie auch vor deren Pubertät. Ach, Tanning. Verhalten, Verhalten. Sie mit Ihren psychologischen Gesichtspunkten. Das meine ich ja gar nicht. Da ist hydrobiologisch oder medizinisch was falsch gemacht worden. Nein, Professor Stirsky. Das ist hydrobiologisch alles einwandfrei gewesen. Und von da an haben wir Sie auch nicht mehr im Freien herumlaufen lassen, sondern Sie hielten sich in einem Wohnaquarium auf. Miriam, ich glaube, wir sollten Fred jetzt bitten, dass er vielleicht den Film einlegt, mit wo wir sie tot im Wohnaquarium fanden. Es geht Ihnen nahe? Natürlich. Wir hatten Sie sehr gern gewonnen. Wir mochten Sie. Und Sie mochten uns auch. Kann ich? Mhm. Als wir morgens hinkamen, fanden wir die Ichtis so, wie Sie es hier sehen, im Wohnaquarium. Wer hat das eigentlich entdeckt, Tanning? Ich glaube, du warst das, Minty. Ja. Ich war morgens wie immer da, um zu sehen, wie sie sich fühlen. Es gehörte zu meinen Routineaufgaben. Ich war natürlich in dieser Situation nicht nur wissenschaftlich und als Humanmedizinerin, sondern eben auch als... Hier, jetzt steht die Kamera auf Ikupo. Ikupo, das war, wie sagten Sie, Tanning, der Kopf der Gruppe. Ja, soweit man das gruppenpsychologisch in dieser besonderen Situation so nennen kann. Mhm. Und das hier vorne an der Scheibe ist Ilana. War Ilana. Vorne an der Scheibe, was wollte sie da? Die anderen sind doch mehr im Hintergrund. Oder wie die zwei da in der linken Ecke, die sich umarmt halten. Ilana hat auf Fred gewartet. Auf Sie, Tanning? Ja. Da haben Sie also das Wohnaquarium, in dem die Ichtis sich in der letzten Zeit aufhielten. Natürlich, trotz dieser Ausmaße, Sie sehen es, wirkt es wie ein Käfig. Denn die Ichtis sind es ja gewohnt gewesen, sich überaus schnell, geschmeidig und frei im Wasser zu bewegen. Ich sollte Ihnen vielleicht einen Film aus der glücklichen Zeit, wenn ich das so sagen darf, zeigen, also vor der Pubertät. Ja, Sie müssen schon meine dummen Fragen entschuldigen. Aber Wohnaquarium, was sollte das denn überhaupt? Das war eine in vielen Versuchen gefundene Möglichkeit, die Ichtis wenigstens einigermaßen schmerzfrei zu halten. Und wieso sind Sie jetzt tot, wenn Sie die hydrobiologischen Bedingungen eigens ausprobiert hatten? Die Untersuchungen des Wassers aus dem Wohnaquarium ergaben, dass die Ichtis vergiftet wurden. Vergiftet, Frau Achayon? Wie ist das möglich? Ja, das müssen wir, wenn ich die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses richtig verstehe, herausbekommen, Hatakayama. Aber ich verstehe nicht, was ich in diesem Team soll. Ich bin Zoologe. Und was hat das hier mit Zoologie zu tun? Da muss ich Ihnen recht geben, Dr. Hatakayama. Was hat das mit Zoologie zu tun? Ich verstehe es auch nicht. Wir vier hätten ja völlig gereicht. Vielleicht war nicht die Tatsache, dass Sie Zoologe sind, ausschlaggebend, sondern vielleicht auch, dass Sie mit dem ganzen Projekt Icht Anthropos bisher überhaupt nicht befasst waren. Ach so, Sie meinen, Nullinformationen sind auch was wert. Na, dann fangen wir doch mal von vorne an. War es nun ein Unfall? Oder, ich glaube, das UNO-Gericht schloss nicht aus, dass es sich auch um Mord gehandelt haben könnte. Also Mord kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wer sollte das denn gewesen sein? Wir mochten Sie und Sie mochten uns. Dann sollten wir uns mal die Ausschnitte aus der UNO-Gerichtsverhandlung anhören. Aber jetzt habe ich gerade die Kassette eingelegt aus den glücklichen Tagen. Ja, wir haben ja Zeit. Lass mal sehen, Fred. Das ist vielleicht auch für Sie, Dr. Hatakayama, nicht uninteressant. Dann sehen Sie, wie günstig die Prognosen damals noch aussahen. Typische Unterwasserlandschaft, wie man sie bei Atollsituationen im Pazifischen Ozean immer findet. Mhm. Korallen, die üblichen Fischschwärme. Da unten sehen Sie übrigens Tarahuma-Muscheln. Mit denen spielten die Ichtis besonders gern. Das hier ist übrigens Ikupo. Dass Sie das so genau erkennen. Wenn man die ganzen Jahre mit ihnen zusammen war, dann ist das nichts Besonderes mehr. Hier haben Sie jetzt die ganze Gruppe, wie Sie dem Kamerateam mühelos entwischt. Aber es sind doch, wenn ich richtig zähle, 7 Ichtis. Und im Wohnaquarium waren doch nur 5 Tote. Ja, da waren Ilko und Ivo noch am Leben. Jetzt hier die Großaufnahme.
Da haben Sie Ilana und Ilko. Ivo ist hinten mit Ikupo. Sie machen ihre Späße mit dem Kamerateam. Ilko und Ivo haben die Stoffwechselumdisposition in der Pubertät nicht überstanden. Ja, und nach der Obduktion und den ganzen Auswertungen, da hatten wir eigentlich schon die ersten Zweifel am Projekt, nicht Anthropos. Das verstehe ich immer noch nicht. Genbiologisch war doch alles in Ordnung. Ich glaube, das reicht jetzt. Jedenfalls haben Sie gesehen, wie elegant und geschmeidig, fast akrobatisch sich die Ichthys hier im Wasser bewegen, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Und dieser schmale, keilförmige Streifen auf dem Rücken von den Ichthys, der vom Kopf über die Schultern bis auf den Rücken herunterreicht, was ist das? Das ist, da ist uns bei der Genprogrammierung ein bisschen vom Fischotterfell mit ins Genpaket hineingerutscht. Aha. Aber das sieht sehr schön aus, sah sehr schön aus, der angedeutete Fellansatz. Und die Ichthys mochten es, wenn man sie, vor allen Dingen, als sie noch klein waren, wenn man sie da am Fell streichelte. Sehr eindrucksvoll. Wie meinen Sie das, Herr Takayama? Naja, das war ja zu sehen, dass die Ichthys gut in die submarine Situation hineinpassten. Ja, die Füße sind natürlich ein bisschen größer als beim Homo sapiens, aber schlank und mit Verbreiterung im Zehenbereich und mit Schwimmhäuten. Und Sie haben ja auch gesehen, dass der Mund breiter und größer ist als bei uns. Die großen Flecken auf der Haut, hat das schon mit der Epidermolyse zu tun? Nein, hatte Gayama, das hat damit noch nichts zu tun. Die Blutergüsse, das kam alles erst nach der Pubertät. Die größere Hautempfindlichkeit und dann schließlich die Epidermolyse. Die großen Flecken sind Hautpigmentierungen, die wahrscheinlich... Wenn die jetzt in der Genprogrammierung mit reingerutscht sind. Das sind die großen Hautpigmentierungen. Großflächig vom Fischotter, genauer vom Süßwasserseeotter. Das war für uns im Team übrigens eines der individuellen Merkmale der Ichthys. Ilana zum Beispiel hatte diese ausgesprochen schönen, psychedelischen... Natürlich Ilana. Bei Ilana war das dann psychedelisch. Ja, ich empfand sie immer als psychedelische Flecken und Streifen auf Gesicht und Brust. Und Ikupo hatte diese dunklere linke Gesichtshälfte und den hellen, fast gürtelartigen Streifen über Rücken und Hüfte. Tja, dann sollten wir jetzt mal das Tonband vom UNO-Gericht anhören. Die Weltbevölkerung betrug 1,7 Milliarden vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg zählte man 2,3 Milliarden. 20 Jahre später waren es schon 3,3 Milliarden und heute haben wir eine Weltbevölkerung von knapp 7 Milliarden. Wer ist das? Nun, das ist Brian O'Sullivan, der wissenschaftliche Projektmanager für das, was wir ernähren. Aha, hört sich auch eher nach Manager als nach Wissenschaftler an. Anlässlich der Welterdölkonferenz Ende der 70er Jahre beschlossen hat, nicht zu dem Erfolg führte, den man sich erhofft hatte. Und, Hohes Gericht, meine Damen und Herren, ich möchte nur in Erinnerung rufen, dass noch in den 70er Jahren 70% der Weltbevölkerung unterernährt war. Darum der Nachdruck, den das Ressort der Forschungsgruppe Ernährung der UNO auf die Entwicklung des Algenprojektes legte und hierfür auch überraschend hohe Mittel zur Verfügung stellen konnte. Sowohl die grünen Algen, Chlorella und Cnidesmus, wie aber auch Braun- und Rotalgen entwickeln Proteine und Lipoide. Leicht einzusehen, wenn vielleicht auch nicht für meine Kollegen vom Sekretariat der Menschenrechtskommission, dass damals Professor Markus Dirski mit der Entwicklung des Projekts Icht Anthropos beauftragt wurde. Ein Projekt, das nun durch Unverantwortlichkeit, durch Sabotage, durch geradezu verbrecherisch zu nennende Nachlässigkeit als gescheitert also angesehen werden muss. Also das ist doch ein bisschen viel, was er da sagt. Er hat doch keine Ahnung. Icht Anthropoi, Sie wissen es, Hohes Gericht, meine Damen und Herren, waren als Gärtner für die unterseeischen Algenkulturen gedacht.
Aber 20 Jahre und 4 Monate und dazu die Jahre der Entwicklung des Gencodes und der Genprogrammierung sind ohne das verheißungsvolle und erwartbare Ergebnis für die Menschheit vergeudet und vertan. Ich danke Ihnen, Brian O'Sullivan, für Ihr Plädoyer. Darf ich jetzt Percy McMorris bitten, den zweiten Sekretär für das Ressort Sonderaufgaben Menschenrechte in Entwicklungsgebieten der Menschenrechtskommission der UNO? Hohes Gericht, meine Damen und Herren, wir befinden uns in der Phase der Untersuchung und nicht der Urteilsverkündung. Darum muss ich bei allem Respekt den wissenschaftlichen Manager des Ressorts Ernährung der World Food Research, Brian O'Sullivan, aufs Entschiedenste widersprechen und seine Verurteilung des Forschungs- und Betreuungsteams der Ichthyanthropoi aufs Energischste zurückweisen. Brian O'Sullivan hat recht, wenn er auf den Rückschlag hingewiesen hat, den genau besehen die ganze Menschheit durch den Tod der letzten 5 noch überlebenden Ichthyanthropoi erlitten hat. Aber ich habe mich doch nicht verhört, wenn in den Ausführungen Brian O'Sullivans mehr der Schaden zur Sprache kam, den die Menschheit und die Forschung und das Projekt Algenentwicklung für submarine Nahrungsmittelbeschaffung erlitten haben, der Schaden, sage ich, und weniger das Problem der Ichthyanthropoi selber. Brian O'Sullivan tut so, als wären die Ichthyanthropoi nicht viel mehr als dressierte Tiere, also ein Zuchtergebnis der genbiologischen Manipulation. Und ihr Tod sei nichts anderes als ein misslungenes wissenschaftliches Experiment. Die Ichthyanthropoi waren Menschen. Und das Problem ist nicht, ob es sich um die Sabotierung eines wissenschaftlichen Experiments handelt oder um Ähnliches, sondern ob hier Genozid und Euthanasie vorliegen. Also entweder Gruppenmord, das zählt auf oder uns. Tod auf Verlangen. Ja. Beziehungsweise Erleichterung. Das zählt auf Sterns, uns. Weil mit Sicherheit auf qualvolle Weise verlöschende Menschenleben. Ich glaube, persönlich, Morris, Sie werden ein Opfer Ihrer humanitätsdurstigen Sentimentalität. Bitte um Ruhe. Ruhe, bitte. Fahren Sie fort, Percy. Ich kann den Einwurf von Brian O'Sullivan verstehen. Aus seiner Perspektive hat er natürlich recht. Aber ich glaube, ich würde meine Aufgabe falsch wahrnehmen, wenn ich nicht auf diese Zusammenhänge hinweisen würde. Ich will nicht auf die Geschichte des Naturrechts und auf den Begriff des Menschenrechts, der sich aus dem Naturrecht ableitet, eingehen. Aber lassen Sie mich einen Gedanken von Pufendorf anführen, der im 17. Jahrhundert schon gesagt hat, der Mensch ist ein hilfloses Wesen, das sich nur durch seine Gesellschaftlichkeit, die Sozialitas, am Leben erhalten kann. Also was hat das mit dem Projekt Ichthyanthropos zu tun? Wir haben zur Behebung des Ernährungsnotstands mit dem Wesen des Menschen eine Manipulation vorgenommen. Aber wenn ich das so formuliere, dann könnte es vielleicht so klingen, als ob ich das nicht gut heiße. Ich halte es für richtig, dass so vorgegangen wurde. Wir dürfen jedoch nicht außer Acht lassen, dass die Ichthyanthropoi Menschen waren. Und damit zumindest gemäß dem Naturrecht Anspruch auf alle Freiheitsgrundrechte hatten, also auf befriedigende Lebensbedingungen, gleiche Ausbildungschancen und vor allen Dingen auf freie Verfügungsgewalt über ihren Leib und ihr Leben. Da wir in dieser Untersuchungsgerichtsverhandlung an einen Punkt gekommen sind, wo wir ohne weitere und zusätzliche Informationen nicht zu einem Schluss kommen können, möchte ich beantragen, einen Untersuchungsausschuss zur Herstellung eines Gutachtens über Todesumstände, Todesursachen und das gescheiterte Projekt Ichthyanthropos einzusetzen. Ich danke Ihnen, Percy McMorris. Brian O'Sullivan hat noch für eine kurze Äußerung das Wort. Hohes Gericht, meine Damen und Herren, Herr Kollege. Sie erwähnten in Ihrem Plädoyer Ihre Funktion als Sekretär der Menschenrechtskommission der UNO und dass Sie Ihre Funktion nicht richtig wahrnehmen, wenn Sie dieses oder jenes nicht vorbrechen. Auch ich nehme meine Funktion als wissenschaftlicher Manager verschiedener weitreichender Forschungsprojekte nicht richtig wahr, wenn ich nämlich Ihren Antrag nicht unterstützen würde. Ich möchte den Antrag von Percy McMorris in folgender Richtung erweitern.
Das Hohe UNO-Gericht möge beschließen, dass ein Untersuchungsausschuss zur Erstellung eines Gutachtens im beschriebenen Sinne eingesetzt wird. Dieser Untersuchungsausschuss soll zunächst aus dem unbewaffneten Projekt befassten Wissenschaftlern bestehen. Also natürlich in erster Linie mit Professor Marco Stinsky, dem Genbiologen, dem wir den Gencode und die Genprogrammierung der Echtanthropoi verdanken. Sodann Dr. Minty Ngakmu, der Humanmedizinerin, die von Anfang an die Echtanthropoi medizinisch betreut hat. Dann Dr. Miriam Achayom, die Hydrobiologin, die auf Nukunau im Team tätig war. Und schließlich Fred Tanning, dem Psychologen und Teamleiter. Und dann müsste jemand in das Team berufen werden, der bisher noch überhaupt nicht mit dem Projekt befasst war. Ich würde sagen, es sollte ein Verhaltensforscher sein oder ein Zoologe. Vielleicht auch ein Menschenrechtsfachmann. Herr Kollege McMorris sollte aber ein Wissenschaftler sein mit null Informationen, was das Projekt Echtanthropos anlangt. Aha. Und das bin also ich geworden. Hm? Schönen Dank. Darf ich Ihnen was eingießen? Ja, bitte. Was darf ich mal? Bitte schön. Zigarette, warte. Danke. Sollen wir denn nun? Für mich ist es ganz einfach. Ich sehe meine Aufgabe darin, meine wissenschaftliche Neugier so hartnäckig wie möglich ins Spiel zu bringen. Mein lieber Hatakayama, vielleicht werden wir Sie tatsächlich auch als Zoologen bemühen müssen. Denn Sie haben ja gehört, wie das beim UNO-Gericht zuging. Sind es nun Menschen oder Tiere? Oder ist es eine Mischung von beidem? Oder was? Und da werden Sie als Zoologe sicherlich ein Wörtchen mitzusprechen haben. 20 Jahre. Und alles umsonst, alles. Ich kann es eigentlich immer noch nicht glauben. 20 Jahre und 4 Monate, Minty. Aber ich verstehe deine Gefühle. Du verstehst meine Gefühle, Fred? Das war ja das erste Mal. Also, Minty, Fred, eure Gefühle könntet ihr doch jetzt ein bisschen außer Acht lassen. Jemand muss doch irgendwas Falsches ins Wohnaquarium gekippt oder geleitet haben. So. Und wer war der Täter? Wer war es? Das müssen wir herauskriegen. Und was war das, was da ins Wohnaquarium hineinkam? Gift? Sie haben vorhin von Gift gesprochen, Achayom. Also das will mir immer noch nicht in den Kopf. Die ganze Genprogrammierung gelungen. Die schönen großen Schwimmfüße mit den Schwimmhäuten und die dermatologische Situation, alles war gelungen. Und dann die ersten Rückschläge in der Pubertät. Ilko, der süße Bengel, der es nicht geschafft hat. Sie haben es ja gesehen, wie graziös und leicht sie sich im Wasser bewegten und wie plump und unbeholfen dagegen die Froschmänner mit ihren dicken Sauerstoffflaschen auf dem Rücken aussahen. Wie sich die Ichtys so gut verstanden und ihre Späße mit den Froschmännern getrieben haben. Mich hat eigentlich immer fasziniert, wie schlank und, ja, elegant ihre Füße und ihre Zehen aussahen. Dabei waren die Füße doch etwa anderthalb Mal so lang wie bei uns und ein wenig breiter. Thank you.
Sie erinnern mich an die Spuren, die Liki im Tuffgestein in Tansania aufgenommen hat. Dabei fällt mir die neue, erst kürzlich publizierte Wasseraffentheorie ein. Wasseraffentheorie? Ja, die Anthropologen reagieren auf diese neue Theorie skeptisch und auch die Zoologen haben sich noch nicht restlos überzeugen lassen. Aber viel spricht dafür, dass wir nicht von Savannen angepassten Vorfahren abstammen, sondern unserer Anatomie und Physiologie entsprechend von Uferregionen bevölkernden Vorfahren, die ihre Nahrung überwiegend aus dem Wasser bezogen. Das klingt mir aber sehr theoretisch. Wenn es unser Projekt natürlich auch in bestimmter Hinsicht stützen würde. Ja. Die Savannenherkunft des heutigen Menschen wird belegt durch die Anpassungsstrategie der weiträumigen optischen Orientierung. Aufrechter Gang, augenspezifische Orientierung, Sinnesorgane. Aber Alistair Hardy hat so eindeutige Mängel in der Savannenanpassung der Menschenvorfahren nachgewiesen, dass die Wasseraffentheorie viel für sich hat. Der heutige Mensch lebt zwar auf dem Land, in seinem Körper sind aber immer noch Merkmale einer eklatanten Wasseranpassung zu verzeichnen. Mhm. Der Mensch besitzt kein Fell, wie die meisten Savannenbewohner, die durch das Fell mit einem hohen Reflexionsvermögen den direkten Sonneneinfall abweisen und eine Überhitzung des Körpers damit verhindern. Mhm. Savannenbewohner ohne Fell sind entweder extrem nachtaktiv, das sind wir nicht, oder wie der Elefant, körperlich sehr groß. Bei großen Tieren ist die Körperoberfläche im Verhältnis zum Körpervolumen geringer als bei kleinen Tieren. Deshalb ist die Überhitzungsgefahr reduziert. Also ich weiß... Ungefähr 94% aller Säugetiere ohne Fell leben überwiegend oder vollständig im Wasser. Hm. Im Wasser ist ein Fell zur Abwehr einer Überhitzung nicht notwendig. Der heutige Mensch besitzt zusätzlich Unterhautfettgewebe. Das macht sogar 15% seines Körpergewichts aus. Bei Affen fehlt ein vergleichbares Unterhautfettgewebe. An Land würde das Unterhautfettgewebe eine Gefahr der Überhitzung erhöhen. Außerdem würde es das Körpergewicht unnötig steigern und beim Klettern oder Laufen hinderlich sein. Im Wasser dagegen isoliert Unterhautfettgewebe und erhöht den Auftrieb. Interessant. Wirklich sehr interessant. Gegen körperliche Überhitzung hilft ein Kühlsystem, wie wir es bei der Kältetechnik benutzen. Ein System von Röhren und Röhrchen, also unsere Arterien und Venen an den Beinen und Armen. Bei uns heutigen Nachfahren der Wasseraffen ist das Kühlsystem allerdings funktionslos. Der heutige Mensch kühlt sich durch Schweißdrüsen gegen Überhitzung. Schließlich der aufrechte Gang. Ja und? Ja, Mensch und Pinguin. Und das ist bisher noch nie untersucht worden. Sind die einzigen Lebensformen, die immer aufrecht gehen. Ja, stimmt. Durch das Schwimmen wurde in der Anpassungsstrategie und der Evolution der Bau der Beine und Füße bevorzugt berücksichtigt. Man kann also die Vorfahren des Menschen in den Grenzbereichen zwischen tropischem Regenwald und vegetationsreicher Savanne vermuten. Tja, die Wasseraffentheorie ist eine Außenseitertheorie, deshalb aber besonders interessant für uns. Wir Menschen sind die einzige auf dem Land lebende Lebensform, die willkürlich die Luft anhalten kann. Das ist für Unterwassergeborene absolut notwendig. Ich will jetzt nicht noch daran erinnern, dass Neugeborene keine Angst vor Wasser haben und gleich schwimmen können. Erstaunlich. Und wenn es auch bloß eine Theorie ist... Es ist eine Theorie. Die gerade uns auf den ersten Blick einleuchtet. Aber ich finde es jammerschade. Ja, jammerschade. Doch wir neigen jetzt alle ein bisschen zur Sentimentalität. Na, sei mal nicht sentimental, Fred. Ich weiß nicht, ob es von der UNO richtig war, uns hier vom Betreuungsteam in den Gutachterausschuss hineinzusetzen. Aber was ist denn nun gewesen? Und wer kann es gemacht haben, das mit dem Wohnaquarium? Es muss jemand gewesen sein, der gewusst hat, dass alles funktioniert hat. Alles, was Professor Styrsky mit der genbiologischen Manipulation zustande gebracht hat, alles hat geklappt. Nur das mit der Haut ist uns schiefgegangen. Aber da werden wir noch einige Nüsse zu knacken haben. Denn bis zur Pubertät hat ja tatsächlich alles geklappt. Und erst dann zeigte die Haut die Riss-, Quell- und Schürfverletzungen. Wieso gab es diese Verletzungen?
Die hydrobiologische Situation hatte sich ja überhaupt nicht geändert. Aber dann kamen die ersten Hautaufquellungen. Im Wasser quoll die Haut auf. Ja, was sonst immer glatt ging und wo es überhaupt nie Komplikationen gab, plötzlich gab es dann bei Inja zuerst und dann auch bei Ika und Ilana, interessanterweise bei den weiblichen Ichtis zuerst, diese gelegentlichen Hautaufquellungen. Und wann denn zuerst? Gab es bestimmte Anzeichen, dass Stoffwechselvorgänge damit zu tun hatten? Ja, wir stellten fest, dass bei den drei Ichti-Mädchen diese Aufquellungen während der Menstruation stattfanden. Mhm. Was übrigens zunächst überhaupt keine gruppenpsychologischen Auswirkungen hatte. Die Ichtis nahmen es hin und versuchten damit zurechtzukommen, aber als es dann mehr und mehr zu Behinderungen und Verwundungen führte, wurde die ganze Gruppe merklich zurückhaltender. Und wir hatten eigentlich... Wir hatten eigentlich das Gefühl, dass sie sich ein wenig von uns zurückzogen. Nicht mehr so gesprächig und kriegten einen nachdenklicheren Blick. Und wie äußerte sich denn das mit der Haut? Die Haut ist bei den Ichtis wie ganz dünnes Pergament und darunter ist die subkutane Fettschicht. Das hat alles genbiologisch gut geklappt und bis zur Pubertät gab es in dieser Richtung auch überhaupt keine Schwierigkeit. Sie kamen aus dem Wasser raus, schüttelten sich ein bisschen und waren in wenigen Minuten trocken. Die Sonne machte ihnen nichts. Mhm. Aber dann später war es so, dass sie aus dem Wasser mit leichten Hautaufquellungen herauskamen. Und dann in der Sonne wurde diese pergamentdünne Haut zwar rasch trocken, aber sie blätterte wie ein Schuppen ab. Und darunter lag natürlich das subkutane Fettgewebe, aber auch die ganze Nervenversorgung. Und sie waren einfach empfindlicher. Nicht nur was die Haut anlangt, sondern überhaupt. Wenn ich richtig verstehe, diese pergamentene Haut, die war der Grund für den Tod der Ichtis. Wie meinen Sie das, Herr Takayama? Ja, wenn die Haut so dünn und durchlässig war und sich dann sogar ablöste, dann konnte jede Flüssigkeit gleichsam osmotisch... Exakt. Und derjenige, der die Ichtis dann getötet hat, muss genau das mit der osmotischen Durchlässigkeit der Haut gewusst haben. Sehr genau gewusst haben. Und deswegen also unsere Untersuchung. Das sollen wir rauskriegen. Es muss also jemand gewesen sein, der es gewusst hat. Sehr genau gewusst hat. Wir haben da eine Dia-Reihe, die die dermatologischen Veränderungen dokumentiert. Die sollten wir jetzt vielleicht mal anschauen, ja? Ja, okay. Also, das ist Ilana mit den... Mit den, wie Fred sagt, psychedelischen Fleckenstreifen. Ah. Ika. Das ist Ikupo mit dem dunklen Gesichtsfleck. Inja. Ishango. Typisch die eng anliegenden Ohren. Kurzes Kopfhaar, der breite Mund und der kräftige Hals. Mhm. Und hier jetzt die ersten Veränderungen. Epidermolyse. Jedenfalls dermatologische Befunde, die nicht als normal angesehen werden können. Ist Anthropos normal? Also ich verstehe gar nicht, dass hier irgendjemand in Zweifel ziehen kann, dass es sich um Menschen handelt. Brian O'Sullivan hat es in Zweifel gezogen. Müssen wir über diesen Punkt eigentlich diskutieren? Ich glaube, wir können für unseren Denkansatz davon ausgehen, dass es Menschen sind. Was meinen Sie, Hatakayama? Tja, ich sehe nicht, was hier tierisch sein soll. Nur weil das Menschen mit einigen zusätzlichen Qualifikationen sind. Eben. Nicht anders hatten wir den Gencode programmiert. Und trotzdem ist Ihnen etwas schiefgegangen. Wieso mir? Das ist noch gar nicht raus, ob mir da etwas schiefgegangen ist. Oder ob da etwas anderes falsch gemacht wurde. Bitte, ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, uns zu streiten, sondern herauszufinden, was los war.
Wie war das überhaupt mit der Ausbildung? Können Sie was über die Charaktertypologie sagen, Tanning? Ja, bei der Ausbildung. Normales heutiges Erziehungsprogramm. Nur auffallend war, dass die Ichtis sogar kein Interesse an dem ganzen Kultur- und Kunstzeugs hatten. Künstlerische Dinge interessierten sie gar nicht. Mhm. Andererseits zeigten sie sehr viel Instinkt und ich möchte sagen, sie hatten Freude an funktionaler Schönheit. Also Schmetterlingstarnfarben oder die Flugfiguren von Albatrossen oder die funktionale Schönheit unserer Autostraßen. Naja, Fred, also schön. Einfach zweckmäßig. Ja, und eben das war typisch für die Ichtis, dass sie Zweckmäßigkeitsschönheit, funktionale Schönheit durchaus wahrnahmen und sich daran freuten. Aber die zweckfreie Schönheit interessierte sie überhaupt nicht. Sie waren in erster Linie interessiert an Kontakten. Kontakt mit Tieren, Kontakt mit Menschen, Kontakt jeder Art. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Was meinst du, Fred? Meinst du die Feinfühligkeit? Ja, genau. Ich meine diese empfindliche, fast überempfindliche Sensibilität. Sie waren einem zum Beispiel, wenn man mit ihnen sprach, immer um ein, zwei Nasenlängen voraus. Ich hatte fast das Gefühl, sie wussten, was man sagen würde. Vor allem Ilana wusste das. Ach, Minty, ich glaube, das lassen wir doch jetzt lieber. Nein, ich glaube, das muss mit hinein, dass du in gewisser Weise befangen warst. Genauso wie Percy McMorris, soweit ich das hier dem Referendum entnehme, befangen war. Wieso ist Tanning befangen? Was war denn da? Fred hatte sich in Ilana verliebt und Ilana hatte sich in Fred verliebt, ganz einfach. Also ich glaube, ich spiele hier nochmal das Tonband ein, das wir von der Gerichtsverhandlung haben. Ein ganz kurzer Take ist das bloß, aber vielleicht doch interessant in dem Zusammenhang. Übrigens ist das eine Verhandlungsphase, die vor dem Schlussplädoyer liegt, das wir vorhin angehört haben. Ich möchte das Hohe Gericht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, dass Percy McMorris nicht in der Lage ist, die Situation, die wir zu untersuchen haben, objektiv zu beurteilen. Haben Sie anders, Brian O'Sullivan, das zu vermuten? Ich glaube, Sie müssten das schon begründen. Was dem Hohen Gericht vielleicht nicht bekannt ist, was aber Percy McMorris eigentlich und genau genommen hätte sagen müssen. Er ist deswegen nicht in der Lage, objektiv über die Ichthanthropoi zu urteilen, weil er in einer vergleichsweise ähnlichen physischen oder pathologischen Situation steckt, wie die Ichthanthropoi. Sie sind ein guter Wissenschaftsmanager, Brian O'Sullivan. Ob Sie aber auch ein guter Psychologe und ein guter Arzt sind, das bezweifle ich. Bitte, Percy McMorris, Brian O'Sullivan hat das Wort. Sie waren doch im Rahmen Ihrer Menschenrechtsaufgaben im OECD-Programm für die Koordination und kritische Auswertung der Entwicklungshilfeprogramme in Sambia. Das war ich. Und Sie haben sich damals eine, ich will nicht näher darauf eingehen, aber doch eine recht ärgerliche Infektionskrankheit zugezogen. Das ist richtig. Und diese Infektionskrankheit ist zwar günstig abgeheilt, aber Sie haben mit dem Stoffwechsel bis heute Schwierigkeiten. Man sieht es ja, Sie greifen nicht nur gelegentlich zu Tabletten. Ich weiß nicht, was das mit unserer Untersuchung zu tun hat, Brian O'Sullivan. Oh doch, sehr viel. Sie sind nämlich nicht in der Lage, objektiv zu urteilen. Sie urteilen parteiisch. Ich bin Ihnen dankbar, Brian O'Sullivan, dass Sie das angeführt haben. Denn meine Objektivität in der Sache Ichthanthropos rührt gerade von dieser meiner Infektionskrankheit her. Nur weil ich selber mit Stoffwechselschwierigkeiten und mit einer in gewisser Hinsicht, kann ich sagen, Ausnahmesituation in physischer und auch in psychologischer Hinsicht zu tun habe, bin ich in der Lage, das Projekt Ichthanthropos nicht bloß vom wissenschaftlich-experimentellen Gesichtspunkt zu beurteilen, sondern vor allen Dingen auch vom menschlichen, vom humanen Gesichtspunkt her, den Sie, Brian O'Sullivan, für mein Gefühl viel zu sehr außer Acht lassen. Na, also, wenn das nicht interessant ist, und Tanning also in derselben Situation wie Percy McMorris. Tanning, ich glaube, Sie müssen schon sagen, was zwischen Ihnen und Ilana gewesen ist. Einfach um auszuschalten, dass man Ihnen den Vorwurf machen könnte, Sie seien subjektiv mehr engagiert als objektiv. Fred und Ilana haben sich geliebt. Wie weit diese Liebe ging, wissen wir natürlich nicht. Aber das ist wohl auch der Grund, warum Ilana, wir haben es gesehen, als ob sie auf etwas wartete, an der Glaswand des Wohnaquariums kauerte. Als alle Ichtis starben. Also ich weiß nicht, ob uns das jetzt weiterhilft. Wir müssen doch herauskriegen, was los ist und nicht, ob da irgendwelche persönlichen Gefühle im Spiel waren. Ich kann dazu nichts sagen. Ich mochte Ilana. Vielleicht liebte ich sie. Sie hat mir einmal etwas mitgebracht. Hier. Diese Perle. Sie ist abgesehen vom materiellen Wert sehr schön.
Diese rosa Schimmer. Unregelmäßig. Und es war eben Ilana, die sie mir gegeben hat. Sie wusste wahrscheinlich, dass ich solche unnützen Kleinigkeiten mag. Ich glaube, wir können uns das weitere ersparen. Oder was meinen Sie, Herr Takayama? Ja, wir wissen es ja nun, was wir im Team ohnehin längst gewusst haben. Also können wir weitermachen. Ich meine, wir sollten uns jetzt ansehen, diese Aufzeichnung des Fernsehteams ohne unsere Anwesenheit. Wieso ohne Ihre Anwesenheit? Ich denke, Sie waren immer dabei, wenn Kamerateams die Ichtis aufnahmen. Ja, schon. Aber das war nicht unser eigenes Kamerateam, das waren Leute vom UNO-Satellitenfernsehprogramm. Übrigens das einzige Mal, dass die Ichtis sich ohne unsere Anwesenheit, also frei von jeder Kontrolle, vor der Öffentlichkeit äußerten. Und was kam dabei heraus? Ich habe es schon eingelegt. Ich glaube, es ist nicht uninteressant, vor allem weil sich dabei zeigt, wie die Ichtis sich selbst sahen und ihre Situation beurteilten. Und wann wurde die Aufnahme gemacht? Vor der Pubertät? Nach der Pubertät? Das war eigentlich genau an der Grenze. Nämlich als ich die ersten Riss-, Quell- und Schürfverletzungen bei den Ichti-Mädchen gezeigt habe. Wann kamen denn die entsprechenden Verletzungen bei den Ichti-Männern heraus? Kurz danach, ein halbes, dreiviertel Jahr später. Und dann wurde es langsam immer schlimmer. Kann ich? Ja, ja. Na, bitte. Ja. Sie wissen, dass wir diese Aufzeichnung zur Information der Weltöffentlichkeit machen und dass wir von der UNO, die ja das ganze Entwicklungsprogramm betreut, die Erlaubnis haben, Sie ohne jede Kontrolle durch Ihr Team filmen und fragen zu dürfen? Ja, wir wissen es. Fragen Sie uns. Sie sind Ikupo. Ja, ich bin Ikupo. Was wollen Sie von mir wissen? Sie haben uns Menschen ja etwas voraus. Sie haben uns voraus, dass Sie sich anders als wir auf der Erde und unter Wasser bewegen können, wie Sie wollen. Ja. Das ist jetzt Inya. Wie fühlen Sie sich dabei? Ingo ist dabei. Das war Ishango. Oder was meint ihr? Natürlich fühlen jetzt wir Inya. Uns gut. Allerdings vielleicht jetzt, wo wir gefilmt werden, nicht so gut wie zum Beispiel, wenn wir im Wasser schwimmen. Wieso fühlen Sie sich jetzt gefilmt? Nicht so gut. Ilana? Es ist, als ob wir etwas Besonderes wären. Ja. Wie Ilana und das sagt, ist Ika. Als ob wir etwas Besonderes wären. Dabei ist es doch ganz selbstverständlich für uns. Es ist ganz selbstverständlich für uns, dass wir hier an der Luft und im Wasser einfach leben. Aber für die Menschheit ist es etwas Außergewöhnliches. Ja, ja. Die Menschheit hat uns ja so programmiert, damit wir so sind, dass wir sowohl hier auf der Erde wie unter Wasser leben können. Wie meinen Sie das? Es klingt, als ob Sie Kritik daran üben. Natürlich üben wir Kritik daran. Sehen Sie, wir sind hier auf Lukundau, südlich des Äquators. Wenn Sie Informationen brauchen, 70 Grad westlicher und 180 Grad östlicher Breite. Wir leben hier zu Beobachtungs- und Versuchszwecken. Soll ich das sagen, Ikupo? Ja, ja, sag's gut. Das ist also, Ikupo. Er hält sich immer zurück, obwohl er... Er ist der Kopf der Gruppe. Und wir sollen uns hier im pelagischen Bereich unter euphotischen Bedingungen herumtummeln. Und da kommen dann immer diese Froschmänner, die begleiten uns. Übrigens bezeichnen das die Ichtis mit ihrer Vorliebe für zweckmäßige Schönheit und funktionsbedingte Gestaltsvollkommenheit, die ein wenig plump wirken. Und ja, wirklich nicht sehr schön. Froschmänner eigentlich immer ein bisschen ignoriert. Sie leisten damit der Menschheit einen Dienst. Wir kennen die Menschheit gar nicht. Wir sehen immer nur ein paar Menschen, aber die Menschheit kennen wir nicht. Fühlen Sie sich als Menschen? Oder als was fühlen Sie sich? Wir fühlen uns als Nicht-Anthropoi. Oder als was fühlen wir uns, Ikupo? Ja, sagt doch uns, was wir uns fühlen. Wir wollen jetzt etwas ganz Bestimmtes von uns hören. Für die Menschheit, als Information für die Menschheit, die uns gemacht hat. Ja, schon. Aber Sie sollen ja für die Menschheit etwas Wichtiges, einmaliges, etwas für die Zukunft ungemein Bedeutendes leisten. Wir sagten es schon, wir kennen die Menschheit nicht. Sie sehen ja, wie viele wir sind. Was können wir da für die ganze Menschheit tun? Was kann schon ein Einzelner, der die Menschheit nicht kennt, für die Menschheit tun? Aber Sie sind doch so programmiert worden, genbiologisch programmiert worden, dass Sie für die Menschheit... Sie sind für die Menschheit ungeheuer wichtig, verstehen Sie das doch? Sie sind doch auch Menschen, sogar Menschen, die mehr Möglichkeiten haben als ich zum Beispiel, als jeder andere Mensch.
Was kann ein einzelner Mensch, der die Menschheit nicht kennt, für die Menschheit tun? Und Sie sagen ja, dass wir Menschen sind. Natürlich sind Sie Menschen und jeder Mensch ist für die Menschheit verantwortlich. Und die Menschheit? Ist die Menschheit nicht für uns verantwortlich? Das ist übrigens typisch. Darum hat die UNO ja auch diese Bedingungen hier für Sie geschaffen. Auch wenn Sie angegriffen oder in die Enge gedrängt werden. Und Sie brauchen nicht zu arbeiten. Ich finde diese Filmkassette überaus interessant und informativ. Als jeder andere Mensch. Aber wir sind nur schwimmende und atmende Versuchskaninchen. Sie sind die Garanten der Zukunft. Was für eine Zukunft? Die Zukunft der Menschheit oder unsere Zukunft? Sie wissen doch, was ich meine. Ich meine die Zukunft der Menschheit und Sie sind die Garanten der Zukunft, weil Sie für das Ernährungsprogramm und für die zukünftige Situation und für... Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, Sie sind einfach zu aufgeregt, um wirklich rauszukriegen, was unser Problem ist. Ja, was ist denn Ihr Problem? Wir haben schon einige Probleme. Zum Beispiel, wieso die Menschheit nun meint, weil sie uns gemacht hat, ein Anrecht auf uns zu haben. Wir sind doch Menschen, nicht wahr? Natürlich sind Sie Menschen, aber... Erklären Sie uns doch bitte, warum wir alle mit I anfangen. Warum wir keine Nachnamen haben. Ilana, Ika, Inja, Ikuku, Ishango. Und Ivo war noch da. Und Beko war auch noch da. Sind Sie zum Beispiel Minty? Minty heißt Ngatma. Und Tanning. Tanning heißt Fred Tanning. Und Miriam heißt Miriam Atschachon. Warum heißen wir nur mit I? Ja, das ist doch einfach, weil... Sie mussten doch alle Namen haben. Und das war so am einfachsten. Icht Anthropos. Darum fängt jeder eben mit I an. Ganz einfach. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören damit. Hm? Nein, ich muss Sie noch einiges fragen. Das Programm ist noch nicht zu Ende. Wir können noch Zeit beanspruchen. Sehen Sie, Sie können doch die Zukunft der Menschheit beeinflussen. Was interessiert uns die Zukunft der Menschheit? Uns interessiert unsere eigene Zukunft. Und ich glaube, das lassen wir jetzt. Das muss ja jetzt nicht über Satellit zur ganzen Menschheit. Was meinen Sie denn? Ihnen stehen doch die gleichen Menschenrechte zu wie allen. Sie können wählen. Sie haben das Recht zu leben. Und Sie können leben. Sie können sogar besser leben als wir. Besser leben als wir, sagen Sie? Wer ist denn wir? Und wer sind dann die anderen, die nicht wie wir sind? Ach, seien Sie doch nicht so spitzfindig. Sie machen ja das ganze Interview jetzt zum so und so vielen Mal, aber der komische Fernsehinterviewer wird dadurch nicht besser. Nein, bestimmt nicht. Aber wir lehnen es ab. Nicht die Kupo? Wir sagen es Ihnen. Ja, wir können es Ihnen ruhig sagen. Wir lehnen es ab, in erster Linie für die Menschheit da sein zu müssen und nicht wir selber sein zu dürfen. Großartig. Aber bedenken Sie doch die große Aufgabe, die Sie für die Menschheit zu erfüllen haben. Die Ernährungssituation, da brauchen wir Algen. Und die Algen müssen doch gepflegt werden und darum mussten wir also... Verstehen Sie doch, die Menschheit steht auf dem Spiel, die ganze Menschheit und Sie können die Menschheit retten. Immerzu hat das mit der Menschheit... Auf den kategorischen Imperativ hinaus. Was für ein Imperativ? Jetzt ist er ahnungslos. Immanuel Kant, 1788. Kritik der praktischen Vernunft. Der kategorische Imperativ, nämlich das Prinzip der Sittlichkeit, der Menschenwürde. Bitte? Nun seien Sie doch nicht so erstaunt, dass wir den kategorischen Imperativ... Der Reporter ist ganz schön peinlich. ...meine ausgezeichnete Ausbildung bekommen. Auf Kosten der Menschheit, nicht wahr? Das wollen Sie hören. Darauf wollen Sie doch hinaus. Sie kennen den kategorischen Imperativ nicht? Er heißt so. Handeln steht so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten können. 1788, also schon einige Zeit her. Und das sollen wir jetzt erfüllen. Erfüllen Sie es denn? Wir machen hier eine Informationssendung und ich stelle die Fragen, nicht Sie. Wieso stellen wir Sie Fragen? Was ist das eigentlich für eine eigenartige Haltung? Ist das typisch für die Menschheit? Ich muss hier die Sendung für die Satellitenfernsehausstrahlung zusammenbringen. Aber Sie sind ja doch auf uns angewiesen. Warum sind Sie dann so ungeduldig und aggressiv? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht bei den Menschen. Manchmal sind Sie so aggressiv. Man muss doch gar nicht aggressiv sein. Es ist doch gar nicht nötig, aggressiv zu sein, wenn es einem gut geht und man alle Freiheiten hat, zu tun, was man kann. Lasst mal, ich glaube, es hat keinen Zweck. Er versteht nicht, dass man einerseits man selber ist und wir dazu noch ich dies und dass man andererseits mehr ist als man selber und dass das in unserem Fall... Was meinst du, Jakob? Ach, lasst mal, ihr wisst sowieso, was ich meine. Nein, wir wissen es wirklich nicht. Aber doch nicht hier, in dieser Situation vor den Augen eines Ahnungslosen, der uns für die Menschheit, wie er sagt, filmt. Wieso bin ich ahnungslos? Ich weiß, was ich mache. Ich weiß genau, was ich mache. Und Sie machen mir ständig Schwierigkeiten. Aber ich werde mich darüber bei der UNO beschweren. Ja, das werde ich tun. Diesmal keine Fragen von Hatakayama.
Ich glaube, ich sehe da was, aber lassen Sie es mich erst nochmal überdenken. Was meinen Sie denn? Tja, also wenn Hatakayama mit seinen Überlegungen noch nicht rausrücken will, dann müssen wir nochmal an den Beginn unseres Gutachterausschusses zurück. Sie wollen uns doch nicht nochmal den Film vorführen. Nein, ich meine noch früher. Also Sie meinen die Kontroverse vor dem UNO-Gericht? Ja, das ist ein guter Gedanke. Aber meinen Sie Brian O'Sullivan und Percy McMorris? Aber das haben wir doch schon geklärt. Das wissen wir ja doch. Nein, wir müssen das Problem herausholen. Dachten Sie daran, Hatakayama? Ja. Unser Gutachterausschuss und wir hier verdanken unsere Existenz der Kontroverse zwischen einem Ethiker und einem Forschungsmanager. Der Gutachterausschuss ist also, grob gesagt, ein Ergebnis der Konfrontation von Moral und Fortschritt. Ach was, das sind viel zu große Worte. Es handelt sich doch um die Frage, ob die Ichthyanthropoi Menschen oder Tiere waren. Das meinen Sie doch. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich hatte einen Gencode zu programmieren und dafür zu sorgen, dass dieser Gencode dann auch biologisch wirksam wurde, realisiert wurde. Dass eben Ichthyanthropoi daraus wurden. Ja, es besteht für mich, nachdem ich mir dieses Fernsehinterview mit den Ichthys angesehen habe, überhaupt kein Zweifel, dass dies Menschen sind. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Konfrontation von Moral und Fortschritt. Und Professor Styrsky, wie setzen Sie das Verhältnis der tierischen und menschlichen Anteile der Ichthyanthropoi an? Tja, also vom Lungenfisch dürften so etwa 20% dabei sein. Vielleicht 5 oder 10%, dann noch vom Fischotter. Aber 70-75% sind aus dem humanen Chromosomenpaket. Also ich finde es völlig lächerlich, daran zu zweifeln, dass die Ichthyanthropoi Menschen sind. Wenn ein Mensch mit einem elektronischen Herzschrittmacher oder einer Beinplastik herumläuft, dann ist er ja nicht deswegen schon kein Mensch, bloß weil nur 80% seines Organismus genau genommen menschlich sind. Ich würde es sogar noch schärfer formulieren. Auf der einen Seite könnte man argumentieren, da sie Meeresbewohner sind. Meeresbewohner waren und sich dort am freiesten und unbefangensten bewegten und sich am wohlsten fühlten, kann man sagen, sie sind keine Menschen. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, sie sind vielleicht viel eher Mensch, in einem viel höheren Grad Mensch als wir. Und zwar, wenn man den Gedanken an die Weiterentwicklung heranzieht, nämlich eigentlichere Menschen, was die Zukunft der Menschheit angeht. Oder nicht? Ein guter Gedanke. Aber dann ist es völlig sicher, dass es sich um eine im Sinne der Weltgesetzgebung zu ahndende Tat handelt. Ganz gleich, ob man nun Genozid oder Euthanasie ansetzt. Dann müssen wir eben kriminologisch vorgehen. Ganz was anderes. Professor Styrsky, sagen Sie, hat man Ihnen weitere Genkodierungen als Forschungsauftrag erteilt? Nein, natürlich nicht. Die UNO hat das erstmal gestoppt. Erst recht, nachdem die Pubertätsepidermolyse mehr und mehr eine irreversible Sache zu werden begann. Da wurde das ganze Projekt gestoppt. Ich finde das ja falsch. Ja, man kann das von der UNO aus natürlich verstehen, dass sie das Projekt stoppen. Aber dafür bekamen wir den Auftrag, die Epidermolyse, überhaupt die ganze Hautempfindlichkeit mit anderen Mitteln abzufangen oder zu behandeln. Und was haben Sie gemacht? Wir haben es natürlich mit allem Möglichen versucht. Die Haut der Ichthys war ja sehr empfänglich für zum Beispiel Medikamentenadaption durch sowas wie osmotischen Transport. Salbenauftrag auf die Haut. Und das, Sie kennen ja die spezifischen Chemikalien, das wird dann sofort in den ganzen Stoffwechsel hineintransportiert und bei den Ichthys noch stärker als bei uns Menschen. Minty, du hast jetzt bei uns Menschen gesagt. Das habe ich so gesagt, das ist mir halt einfach rausgerutscht. Aber das zeigt, dass wir immer noch die Ichthys als etwas anderes empfinden und das ist, glaube ich, nicht richtig. Wir haben also versucht, die Haut einzuölen. Aber dann wurde die Hautatmung sehr stark beeinträchtigt. Und das ist ja wichtig. Sie wissen, dass im Meerwasser ein ziemlich hoher Prozentsatz Sauerstoff gelöst ist. Und dann haben wir natürlich auch an ganz leichte Taucheranzüge gedacht, haben es auch ausprobiert. Aber es stellte sich heraus, dass die ohnehin empfindliche Haut durch die Epidermolyse, nun besonders empfindliche Haut der Ichthys, an allen Gelenkstellen starken Reibungen und einem starken Druck ausgesetzt war. Da gab es dann ganz besonders schlimme Schürf- und Kratzverletzungen. Aber im Grunde genommen war die Überlegung, die Ichthys mit Tauchanzügen tauchen zu lassen, projektfremd. Die Genprogrammierung war ja so angelegt, dass alle Tauchaggregate überflüssig würden und nun sollten wir sie wieder mit einem Tauchanzug ausstatten. Kein Wunder, dass die Ichthys sich dagegen auch gewehrt haben. Sie machten natürlich mit, aber... Eben, das war's. Sie empfanden sich mehr und mehr als bloße Gegenstände von Experimenten. Sie wurden eigentlich... immer zurückhaltender, waren zwar immer kontaktbereit, aber nicht mehr so unbefangen wie früher.
gibt übrigens eine Filmaufzeichnung, wo die Ichtis das ganz deutlich aussprechen. Ja, das würde jetzt genau passen. Vor allen Dingen kommt das mit den Schwangerschaften zur Sprache. Schwangerschaften? Ja, die Obduktion hat das ja auch ergeben, nicht? Im November damals. Wir haben natürlich sofort auch Obduktionen gemacht. Ika und Enya waren schwanger. Ein 3-Monats- und ein 5-Monats-Kind. Also, dann fahre ich jetzt ab. Ja. Übrigens war das unmittelbar nach dem Tod von Ivo, der ja schon vor der Pubertät gestorben ist. Mhm. Ja, Ivo ist verunglückt. Ich weiß, Paul. Du wirst jetzt sicherlich fragen, ob wir nicht hätten retten können. Und du wirst wahrscheinlich auch fragen, wo die Froschmänner geblieben sind. Aber ja, Ilana kannte mich ziemlich gut. Und du gut. Weißt, dass wir uns daraus manchmal einen Spaß machen. Und ich sehe, glaube ich, auch ein bisschen. Bloß das ist ja deutlich zu sehen. Aber Minty jetzt. Ja, das wollte ich fragen, Ilana. Aber wenn ihr es wisst... Wir wissen noch gar nicht, ob Ivo... Sollen wir das sagen, Ikoko? Ja, sag's mir ruhig. Ob Ivo wirklich gerettet werden wollte? Wieso? Woraus schließt ihr das? Was ihr wisst, ist, dass wir leiden. Wir sind Versuchsobjekte. Ihr macht eure Experimente mit uns. Wir wissen, dass ihr uns mögt und wir mögen euch auch. Aber darüber hinaus seid ihr immer auch Wissenschaftler. Was hat euch denn für einen IQ, funktionierende zwischen 116 und 128. Im Augenblick ja wohl mehr nicht funktionierende Maschinen. Warum gibt es uns überhaupt? Gut, die Menschheit, so sagt ihr immer, interessiert sich für uns. Aber uns interessiert die Menschheit überhaupt nicht. Warum leben wir? Und warum leben wir so, wie wir sind? Wir konnten uns das nicht aussuchen. Ja, aber das geht ja jedem von uns so. Keiner hat sich sein Leben aussuchen können. Ihr fasst das einfach vor. Im Grunde genommen habt ihr gar kein Recht an uns. Natürlich haben wir ein Recht an Ihnen. Ohne uns wären Sie ja gar nicht da. Ist unser 20. Geburtstag. Habt ihr Ivo deswegen heute... Ach, bitte, was ihr wollt. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, dass wir auch Kinder haben könnten? Wieso sagst du das, Ika? Ja, es ist doch eine ganz selbstverständliche Sache, oder? Gerade du, Fred, müsstest doch wissen, dass unser Gefühlsleben, so sagt man doch wissenschaftlich, oder? Dass unsere Gefühle und das alles besonders, so sagst du, besonders intensiv ausgeprägt ist. Und das habe ich gelernt und verstanden. Minderheitengruppen und Außenseiter, und das sind wir ja wohl, schließen sich gerade, um sich gegenüber der normalen Mehrheit zu behaupten, besonders eng zu sein. Ikupo ist wirklich der Kopf der Ichtis, eindeutig. Gewesen, Minty, gewesen. Aber wir stecken im Augenblick in einer sehr schwierigen Lage. Das müsstest du wissen, was los ist, Fred. Ach, ihr wisst überhaupt nicht, was los ist. Doch, Fred, wir wissen, was los ist. Weißt du, Fred, vor einiger Zeit fühlten wir uns euch noch überlegen. Wir konnten euch entwischen, wir bewegten uns hier an der Luft genauso wie ihr, waren euch in jeder Hinsicht ebenbürtig. Wir haben gespielt, Ping-Pong, Baseball und fast nicht alles. Da konntet ihr nicht mithalten. Wir waren euch überlegen. Und jetzt ist da ein Defekt, ein Maschinenschaden, den ihr besorgt beobachtet und zu beheben versucht. Aber ich glaube, es wird euch nicht gelingen, denn wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen wie ihr. Menschen wie ihr, aber mit einer Zusatzqualifikation, die defekt ist. Weißt du, Fred, wie wir damals 3 Tage weg waren und du sagtest uns hinterher, dass ihr alle möglichen Suchaktionen gestartet habt? Die waren tatsächlich 3 Tage weg? Ja, und wir waren ganz schön in Panik, das stimmt schon. Wir haben euch aber dann waren sie jetzt nicht wieder da. Dass wir nicht bloß Versuchsobjekte sind und dass wir unser eigenes Leben leben. Aber ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Ja, das haben wir verstanden, Inja. Aber es ist wahr, was Ilana sagt. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Das wissen wir, Fred. Und deswegen mögen wir dich auch. Aber... du musst uns auch verstehen. Das Einzige, was uns bisher unsere Situation erträglich machte, war, dass wir zusätzliche Freiheiten hatten, mit denen wir unsere Außenseitersituation kompensieren konnten, im Wasser. Das ist uns jetzt durch diese Hautgeschichten und die Epidermolyse und so weiter so gut wie genommen. Und ich fürchte, es wird noch schlimmer werden damit. Jetzt führen wir wirklich nur ein Leben wie gefangen gehaltene Zierfische. Ich sage das ohne Bitterkeit, ich stelle es nur fest. Da kann man allerhand lernen von den Ichtis. Ja, psychologisch vielleicht. Aber wie kann man davon für die Genisolierung etwas lernen? Die Sache ist doch offensichtlich ein Stoffwechseldefekt. Aber wo? Das müsste man herauskriegen. Wäre ja fast nobelpreisverdächtig. Der Chromosomenatlas ist immer noch nicht vollständig. Und wie lange arbeiten wir schon an der Genplatzierung in den Chromosomen? Da gibt's immer noch weiße Flecken auf der Chromosomenlandkarte. Bitte nicht traurig sein, Fred.
Bitte nicht. Es ist nur, dass wir nicht mehr wissen. Ikupo, kann ich ihm das sagen? Sag sie. Es ist nur, Fred, dass wir nicht mehr wissen, ob es noch Sinn hat für uns. Zu leben. Verstehst du? Fred? Wir leben ein eigenes Leben. Aber für euch sind wir doch nur, wie sagt ihr dazu, Homunkuli, Retortenwesen, Genprogrammierungsergebnisse. Langsam wird mir da was klar. Und ihr stellt euch doch vor, dass es in zwei, drei Generationen haufenweise Ichtis gibt, wie wir sie sind. Und was habt ihr davon? Habt ihr euch eigentlich schon überlegt, dass wir völlig unnötig sind? Bei Ihnen, ja, wie kommst du darauf? Ihr seid doch nicht unnötig. Ihr seid Menschen mit viel mehr Qualifikationen, als wir sie haben. Aber eure Technologie ist doch so weit, dass ihr längst für die Aufgaben, für die wir entwickelt wurden, Servomechanismen einsetzen könnt. Roboter oder sowas. Da seid ihr doch groß drin. Verstehst du, Fred? Wir sind unnötig. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Da ist ja nur nicht mehr viel zu sagen. Und die Frage stellt sich, glaube ich, auch nicht mehr, ob wir es nur mit einem moralischen oder mit einem wissenschaftlichen Fortschrittsproblem zu tun haben. Die Ichtis sind Menschen. Waren Menschen, Fred. Menschen in einer ausweglosen Außenseitersituation, die aber nicht gegen diese Position rebellierten. Und wer hat sie also umgebracht? Sie, Tanning? Ich? Wieso sollte ich sie umgebracht haben? Das hätte ich niemals getan. Aber wir wissen, dass Sie zu Ilana eine sehr intensive Beziehung hatten. Ja, und? Fred, du liebtest Ilana, das wissen wir doch alle. Und es könnte doch sein, dass Sie, gerade weil Sie das Ichti-Mädchen liebten und wussten, dass es für die Ichtis immer schlimmer werden würde, sowohl physisch wie psychisch, dass Sie deswegen aus Liebe zu diesem letzten Mittel gegriffen haben. Sie haben die Ichtis vergiftet. Das hätte ich niemals gemacht. Niemals. Aber hatten Sie eigentlich jemals das Gefühl, dass Sie in Ilana ein nichtmenschliches Wesen liebten? Nein, niemals. Und hatten Sie das Gefühl, Tanning, dass Ilana Sie liebte? Ich glaube, ja. Ja, sie liebte mich. Ich glaube, mit der Notwendigkeit solcher Experimente und mit dem humanen Ethos müssen wir uns wohl doch noch beschäftigen. Nein, das müssen wir durchaus nicht. Wir sind Wissenschaftler und keine Moralisten. Doch, Professor Stirsky, wir müssen uns wohl damit beschäftigen. In Ihrer abendländischen Religion, der ja noch recht viele Menschen anhängen, gibt es den Satz, macht euch die Erde untertan. Und die Nahrungsmittelbeschaffung im Dienste der Menschheit, das ist doch, sich die Erde untertan machen. Genau das sollte das von Ihnen betreute Ichthanthropos-Projekt zum Ziel haben. Naja, natürlich, aber so habe ich das nie aufgefasst. Das war einfach ein genbiologischer Forschungsauftrag. Und den habe ich so sinnvoll wie möglich durchzuführen versucht. Ganz einfach, wie jeder Wissenschaftler es tun müsste. Aber was hat Vorrang? Forschungsprojekte im Interesse der künftigen Menschheit oder das Humanethos, das sicherlich aus früheren Entwicklungsphasen der Menschheit stammt? Ja, was hat Vorrang, Professor Stirsky? Wenn Sie mich fragen, natürlich die Forschungsprojekte. Wir leben ja nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Oder gibt es dagegen irgendwelche Einwände? So kommen wir natürlich zu keinen Lösungen. Zumindest zu keinem Gutachten mit einem handfesten Ergebnis. Glaube ich auch. So nicht. Aber wie denn? Es ist ja gar nicht ausgemacht, dass dieses Macht euch die Erde untertan heute noch gilt, wo wir eine gut entwickelte Raumfahrt haben. Vielleicht ist es naheliegender, außerhalb der Erde Kolonisationsmöglichkeiten zu finden, statt hier auf der Erde mit Genprogrammierung zu experimentieren. Also ich bitte Sie, Kollege Tanning, Sie wollen doch nicht etwa in Frage stellen. Wir müssen alles überlegen, nicht wahr, Professor Stirsky?
Also, wenn Sie mich fragen, für mich geht Forschung vor irgendwelchen Zielgeboten. Sie haben doch Brian O'Sullivan gehört. Knapp 7 Milliarden Menschen haben wir heute und die Ernährungssituation ist immer noch nicht so, dass alle Menschen genug zu essen haben. Vor allen Dingen die Eiweißversorgung ist immer noch fraglich. Und Tanning, zu Ihnen muss ich sagen, Raumfahrt und Kolonisation von irgendwelchen außerterrestrischen Gebieten. Also, wir wollen doch bitte nicht Science Fiction machen, oder? Ich meine, wir sollten auf dem Boden realisierbarer Möglichkeiten bleiben. Und die befinden sich nicht irgendwo außerhalb. Hier, auf der Erde, kennen wir uns aus. Und hier müssen wir unsere Forschungsvorhaben realisieren. Ich habe ein über 40-jähriges Forscherleben hinter mir, also wenn Sie mich fragen, aber Sie kennen ja meinen Standpunkt. Ja, Professor Stosky, wir kennen Ihren Standpunkt. Wir achten ihn und er ist, glaube ich, auch vertretbar. Vertretbar, aber frustrierend und enttäuschend. Ja, wieso enttäuschend? Ja, das heißt doch wohl, dass unsere ganze Arbeit umsonst war. Damit müssen wir uns abfinden. Was Fred sicherlich schwerer fällt als uns allen. Ach, Mindy, nun lass doch endlich mal diese persönlichen Dinge. Die gehen doch nur mich alleine was an und nicht euch. Doch, das geht uns auch an. Wir sollten das nicht unter den Tisch fallen lassen. Wenn ich von Persönlichem spreche, ich kann mich noch sehr genau an meine Gefühle erinnern, als die ich dies noch Säuglinge waren. Sie waren schon sehr früh sehr zärtlichkeitsempfänglich. Noch bevor sie sprechen konnten, verstanden sie es auch, Zärtlichkeit weiterzugeben. Ich gebe zu, und ich glaube, es ist in diesem Augenblick unserer Überlegung nötig, ich bin persönlich sehr stark engagiert gewesen. Ja, ich bin persönlich auch natürlich sehr stark engagiert gewesen. Immerhin sind ein paar Jahrzehnte meines Forscherlebens draufgegangen. Und jetzt ist das Projekt gestoppt. Und es sieht ja nicht so aus, als ob es irgendwelche weiteren Aufträge für mich gäbe. Nein, ich bin auch persönlich sehr engagiert. Also, das haben wir jedenfalls dazugelernt. Das ganze Problem der submarinen Nahrungsbeschaffung und der Algenkulturen hätte man von vornherein auf weniger aufwendige und weniger problematische Weise anvisieren müssen. Und so gesehen muss ich sagen, das ganze Projekt Ichthyanthropus war Unsinn. Aber das wissen wir erst jetzt. Wir hätten es eigentlich schon früher wissen müssen, Fred. Und wir wussten es auch schon vorher im Grunde genommen. Als wir anfingen, die Ichthys im Wohnaquarium unterzubringen, nahmen wir ihnen die Freiheit, auf die sie Anspruch hatten. Als Menschen Anspruch hatten. Ja, und? Die Ichthys erfüllten noch nicht mehr den Nutzen für die Menschheit, für den sie... Für diesen Nutzen sind sie von Ihnen, Professor Stirsky, programmiert worden. Und dieses Programm hat sich als falsch erwiesen. Ah, Hatakayama, Sie mit Ihren destruktiven Reflexionen immer. Aber Hatakayama hat recht. Es sind aus diesem Projekt immerhin Menschen entstanden und wir haben die Verantwortung dafür, dass... Wir, das Team, wir, die UNO, wir, die, ja, wenn Sie wollen, die Menschheit. Und wir, der Untersuchungsausschuss hier. Aber ich glaube, wir haben diese Verantwortung in gar keiner Weise richtig wahrgenommen. Das klingt mir viel zu sehr nach Moralsentiment. Nein, wir haben diese Verantwortung in keiner Weise richtig wahrgenommen. Und wir haben es eigentlich schon immer gewusst. Ja, aber wir haben es eigentlich nie expressis verbis auszusprechen gewagt. Vor allen Dingen nie in Gegenwart der Ichthys. Und wir haben sie gemocht. Und sie haben uns gemocht. Vielleicht waren wir sogar Freunde. Wenn es auch ein bisschen sentimental klingt, Professor Stirsky. Aber wir wussten, die Ichthys und wir, dass wir aufeinander angewiesen waren. Die Hähne und die Schalter, die wiesen keinerlei Fingerabdrücke auf. Die Schaltprogrammierung war intakt. Sie war richtig programmiert. Und wie der Kontrollschreiber zeigte, sie haben völlig fehlerfrei funktioniert. Das heißt also, wir können den Täter, falls es einen gibt, und ich meine, es gibt einen, meine Überlegung von vorhin konkretisiert sich eigentlich immer mehr, wir können den Täter nicht auf dem Wege der Faktenbelege ermitteln, sondern nur auf psychologischem Wege. Es ist also jemand gewesen, der die ganze psychologische und existenzielle Situation und ihre Folgen restlos durchschaut hat. Genau richtig, Achayom. Und deswegen sind die Ichthys selbst die Täter gewesen. Fred, gib doch noch mal den Film rein mit dem Wohnaquarium mit den toten Ichthys. Ja, stopp mal gleich, Fred, danke. Da haben wir es ja.
Ika und Ishanku links in der Ecke, vorne Ilana an der Glasscheibe kauernd. Aber ich bin ja erst sehr viel später gekommen. Sie wusste ja gar nicht, ob sie auf mich warten sollte. Außerdem sind sie ja nachts gestorben. Wir wissen, Fred. Und hinten beim Einstieg Inja und Ikupo. Ja, fahr mal weiter, Fred. Wenn Sie gespürt haben, was los war, dann hätten Sie ja noch hinausgekonnt. Aber das haben Sie bewusst nicht gemacht. Stattdessen haben Sie sich aneinander geklammert und abgewartet. Projekt Icht Anthropos gescheitert. Wir brachten ein Hörspiel von Dieter Hasselblatt. Die Mitwirkenden waren Marianne Lochert, Uwe Koschel, Siegfried Wischnewski, Susanne Tremper, Rainer Ulich, Dietrich Mattausch, Gerd Hauke, Joachim Höppner und viele andere. Regie führte Jürgen Glusniewski. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahre 1988.